Mein Name ist Uwe Wiesmarth. Wir machen zwei Veranstaltungen in Nürnberg. Ich fange aber jetzt erstmal mit unserem liebgewonnenen Manni Huttner an. Rudi Huttner, Manni, sorry, Rudi. Du musst einfach sprechen. Ja, mein Name ist Rudi Huttner. Ich bin der Vorsitzende vom 1. Nürnberger Automobilclub. Wir sind seit Menschengedenken, seit 1919, wo unser Club gegründet wurde, aktiv, zuerst im Motorradsport, dann Sandbahnrennen, alles. Wir haben einen Stand in der Halle 4, wo alles ein bisschen dargestellt wird, was wir machen. Wir haben unter anderem das Saarburger Bergrennen durchgeführt, das offizielle heiße bis 1990. Da war ich 17 Mal Rennleiter und es hat sich dann geändert. Den Slalom am Nodesring machen wir noch, der ist im April, Mai, kommendes Jahr am 6. Mai. Und das Wesentliche ist unsere ADAC Südrallye Historik, kommendes Jahr 2018 das 20. Mal, seine Gleichmäßigkeitsrallye mit etwa 60 Lichtschranken, also nicht eine Kaffeefahrt, keine Ausfahrt, keine Champagnerfahrt, sondern eine Rallye, wo es allerdings nicht ganz so heiß zugeht wie bei der Netzrallye, sondern man soll auch ein bisschen bei uns die Landschaft genießen. Die Landschaft heißt Nürnberger Land, Hersbrucker Schweiz. Und da ist unter anderem auch der Harburger Berg dabei als Gleichmäßigkeitsveranstaltung. Setzt sich beim ersten Mal selbst die Zeit, dann fährt man noch eine Runde, fährt in den Harburger Berg das zweite Mal mit der selbstgesetzten Zeit. Stattfinden nur die Veranstaltung am 21. und 22. Juli, beginnt mit einer Zielfahrt zum Jakobsplatz hier in Nürnberg. Da können die Leute beim Flanieren etwas die Autos anschauen, genießen und dann ab 2 Uhr, 14 Uhr Durchfahrt durch die Fußgängerzone. Sehr schön, wird auch von der Stadt Nürnberg genehmigt und ist auch gern gesehen. Und von dort aus geht es dann am weiteren Start dann auf die Rallye. Bei dieser Zielfahrt selbst sind auch Teilnehmer dabei, die die Rallye nicht mitfahren. Die sind nur Samstag dabei, treffen sich beim Kaffee trinken mit den anderen und treffen sich dann Abend mit einer kleinen Siegerehrung, Prämierung der schönsten Fahrzeuge und so weiter, was da gang und gäbe ist. Also wie gesagt, am 21. und 22. Juli. Unser Stand ist in der Halle 4 mit dem ADAC zusammen, ADAC Nordbayern e.V. Aber wir haben also auch hier ein paar Flyer ausliegen. Wer Interesse daran hat, kann die abholen. Danke. Rudi, vielen Dank. Wir kennen uns, glaube ich, ja schon 15 Jahre, 20 Jahre, sind gegenseitig auch immer bei unseren Rallyes vor Ort. Und von dem her erstmal vielen Dank, bleib noch da. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Metzrallye, stell dich kurz vor, stell dir Metz vor, was erzählt ihr? Ja, wie jedes Jahr und wir sind in der fränkischen Rallye-Familie unterwegs, egal ob es der Klassik-Sprint ist oder die Südrallye. So sind wir auch Ende April, 27. 28. April, gehen wir wieder auf die Metz-Rallye los. Klassiker, 500 Kilometer, rund 140 Lichtschranken und wir wissen, wir sind betont sportlich. Wir haben uns allerdings im letzten Jahr ein bisschen was Neues einfallen lassen. Wir wollen nicht mehr nur klassisch Rallye fahren, sondern wir wollen auch schöne Autos sehen. Schöne Autos, wie wir sie hier auf der Bühne sehen oder vor der Bühne sehen, dann in Stein am Festplatz und dieses Jahr neu, wir machen eine kleine Ausfahrt dazu. Das heißt also für all die, die es nicht ganz so sportlich haben wollen mit 140 Lichtschranken, die können ganz gemächlich mit uns auf den Spuren der Metz durch die fränkische Landschaft touren. Ist das dann mit dem gleichen Roadbook der Metz oder ist das hinter der Metz her oder sind das andere Strecken? Es ist, wenn man die alte Metz und die scharfe Metz kennt, wird man feststellen, es sind gewisse Ähnlichkeiten vorhanden. Aber wir fahren nicht die Originalstrecken, sondern wir fahren tatsächlich mit einem eigenen Roadbook und wollen natürlich dann auch betont nicht ganz so sportlich unterwegs sein, sondern ein bisschen gemächlich. Ein bisschen so Kaffee und Kuchen, ein bisschen, im Grunde ein bisschen wie es bei euch ist, wenn man unterwegs ist, gemächlich. Okay, weil wer die Metz kennt, es ist die bei uns mit Abstand die härteste Rallye, was Lichtschranken und diese ganzen Sachen angeht. Und ich begrüße das auch, weil dann sind auch mal Leute, die jetzt
weil ich weiß immer, die Ersttäter in der Metz, das ist dann die erste Rallye, die die fahren, und dann haben die 140 oder früher hat er mal 180 Lichtschranken, die sind immer tot aus dem Auto rausgefallen. Ne? Von dem her auch schön, dass ihr jetzt auch noch einen zweiten Weg geht, eine zweite Rallye macht, das freut mich auch ganz besonders. Dann kommen wir mal ganz kurz zum Pascal. Der Pascal Kapp ist jetzt nicht direkt aus Nürnberg. Nein, nicht wirklich. Also, es ist unschwer zu erkennen, auch wenn ich ein Schäufele essen kann. Ja, genau. Und auch sechs auf Graube. Genau. Und der Pascal, wir sind zusammen auf einem Stand. Jo, in der Halle. Auch Halle 4. 352. Ja. Jetzt geht's. Mittlerweile haben wir es drauf. Genau. Wir haben da ein paar sehr, sehr schöne Autos stehen, das muss man dazu sagen. Wurden da schon viel gelobt dafür. Ja. Herzlichen Dank an die, noblen Spender, hätte ich fast schon gesagt. Mal schauen, ob die ihre Autos wiederkriegen. Das wissen wir noch nicht genau. Bei so einem Bugatti kann man immer mal schnell packen. Ja. Also ganz kurz, wir haben ein originales Millimiglia-Auto und Ferrari 500 Mondial am Start. Am Stand. Und haben Bugatti 35B am Stand und erstmalig, das Auto ist erst seit kurzem in Deutschland, ein Fraser Nash Targa Florio, auch 52er Baujahr, der Ferrari ist 55er. Also die Autos kriegt man normalerweise nicht so schnell zu Gesicht. Ja, und bei uns war es jetzt so, den Uwe kenne ich ja auch schon ein paar Jahre. Ich bin auch die Metz schon gefahren, muss ja ehrlich sagen. Auch Oberbayern können in Franken Rallyes fahren. Und ganz, genau. Und ehrlich, an Metz möchte ich auch. Also, Metz ist immer eine Reise wert. Aber du musst es mögen. Du musst es mögen und die alten Rallye-Hautegen der Zeit, es ist toll. Mir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wenn du das als Erstveranstaltung machst, würde ich sagen, Finger weg. Dann bist du versaut, weil du bist nur frustriert. Da fährst du hinter dich her. Es ist betont sportlich, ja. Also dahin die Metz. Und wir haben, der Uwe und ich, uns, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und wir haben ja auch räumlich so ein bisschen Distanz und da haben wir gesagt, wir machen was zusammen, das passt auch. Uwe macht ja seit Jahren den wirklich ganz, ganz tollen, fahre ich hier auch immer gerne mit, Classic Sprint. Ist mittlerweile so eine, würde ich sagen, hier schon in der Ecke neben der Metz und euren, aber ist schon Hausnummer. Das Starterfeld ist schon extrem gut, extrem tolle Autos. Und dieses Jahr, glaube ich, machst du ja was Neues, diese 200 Meilen Norrisring. Was machst du denn da jetzt eigentlich? Das habe ich immer noch nicht ganz begriffen. Das stehen wir erst seit 4 Tagen nebeneinander. Ich habe nicht gefragt. Ich fange mal ganz kurz mit dem Classic Sprint und mit dem DAVC an. Ich bin ja auch noch Präsident vom DAVC. Der DAVC. Da streiten sich immer die Gelehrten mit dem ASC. Wer ist älter, ihr oder der ASC? Der ASC ist älter, okay. Spargelclub. Genau, Spargelclub. Aber nur ein halbes weil man Jahr. Weil sich mit den Oldtimer getroffen hat, um zum Spargelessen zu fahren. Und erst dann ist der allgemeine Schnauferclub draus geworden. Genau. Das, aber wie gesagt, der ist meines Erachtens 1905 gegründet worden. 1919. Ja, also ASC, man muss sich vorstellen, einen Oldtimer-Club 1900 zu gründen. Das ist schon, ne? Ambitioniert. Ambitioniert. Gut. Wir sind einerseits vom DAVC, das heißt, wir haben uns 65 gegründet, sind auch markenübergreifend. Haben am Bahnhof Dutzendeich jeden ersten Dienstag im Monat Stammtisch. Bahnhof Dutzendeich hat es ja wegen, da seid ihr auch immer mit dem Stammtisch. Seit 17 Jahren sind wir dort gern gesehen, natürlich auch gute Gäste, weil wir alle 8 Tage am Donnerstag im Bahnhof Dutzendeich Clubabend haben. Genau. Und hatten dort auch schon mehrfach Start zu unserer Rallye. Genau. Oder den zweiten Start, der Retrostadt. Genau, genau. Dann, was aus unserer Sicht kommt, wir machen noch jetzt eine neue Veranstaltung, die Norrisring Classic Rally, 200 Meilen von Nürnberg. Das wird im September stattfinden. Im Großen und Ganzen haben wir das Thema Nürnberg und Norrisring. Kommt ja auch vom MCN raus. Die Veranstalter der DTM am Norrisring sind, das ist ja das Monaco der DTM. Und machen da eine Rallye in die Hersbrucker Schweiz oder Richtung Neumarkt. 2 Tage, Freitag starten wir. Wird er wegen Freitag in die Nacht gehen und am Samstag starten wir wieder am Norrisring und kommen dann zurück. Und das eine Schöne ist, wir
Klassik-Sprint ist eine relativ entspannte Veranstaltung, was Lichtschranken angeht. Also wie gesagt, die Metz macht in 2 Tagen 140 dieses Jahr, weniger. Ihr macht wie viel? 60, genau 60 Lichtschranken. Beim Klassik-Sprint fahren wir so maximal 30 in 2,5 Tagen, sind aber sehr... Ich sage mal, wir fahren sehr viel durch Städte, durch mit Publikum und so weiter und fahren auf die Würzburg runter nach Weißenburg, haben da Abendveranstaltung, kommen dann am Sonntag wieder zurück. Freitag ist der Prolog und mit der 200 Meilen von Nürnberg ist ja auch ein ganz berühmter Name, war ja früher das Rennen. Gehen wir her und fahren am Samstagabend, das ist jetzt ganz neu, das haben wir jetzt neu abgedealt, fahren durch die Stadt durch. Und haben für die Teilnehmer die Abendveranstaltung am Altstadtfest. Also, Ui. Das ist ungefähr so, wie wenn man Altstadtfest ist für die Franken wie für die Münchner die Wiesen, ne? Bloß kuscheliger. Und wir haben dann tatsächlich 3 Hütten exklusiv für uns bekommen und machen da Abendveranstaltung. Klassik-Sprint, wie gesagt, ist in der Würzburg. Wir kommen wieder hierher. Und aber sonst ist das alles wie in den Vorjahren auch. Würzburg ist also immer so eine feste Anlaufstelle. Das ist die feste Anlaufstelle. Das ist ja auch eine tolle Location. Ja, wir haben halt mittlerweile auch das Problem, dass wir immer mit 130 Autos circa rumfahren und die muss man irgendwo für die Leute Hotels bekommen und so weiter. Also das ist nicht so einfach. Nachdem das tourt und du nicht immer im selben Hotel bist, ist ja die logistische Meisterleistung da noch höher. Genau. Und dann kommen wir noch zu dir. Ja, also bei mir ist es so, das Pascal Caprelli-Team gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum, haben in der Zeit 43 Rallyes gemacht. Nächstes Jahr gibt es, der ein oder andere kennt es vielleicht, einer bester Klassiker, sagen wir, sind die 10-10-Klassik-Rallye. Wir sind ja weiter unten, sprich diese ganze Bayerische Seenplatte, grasen wir da ab. Wir haben immer Eintagesveranstaltungen, da haben wir die 333 Minuten, das ist ein bisschen so sportlicher, lang nicht so wie ihr, lang nicht so. Da haben wir auch ein Herz für Youngtimer. Es gibt dann auch unseren stationären Event, das ist immer in Germering bei München. Bei München selber ist also im Vergleich zu Nürnberg, versuche mal in München irgendeine Oldtimer-Veranstaltung hinzukriegen, direkt zentral. Bis auf ein Treffer an der Theresienwiese im Jahr gibt es gar nichts. Und es ist wirklich, Franken muss doch einfach Vorteile haben. Exakt, stimmt. Und die Strecken in Franken und die Begeisterung, also wenn du in Oberbayern irgendwo durchfährst mit 140 Autos, da gibt es dann schon mal ein paar Versprengte, die klatschen und da ist es schön. Wenn du in Franken fährst, ich hab einmal geschrieben, die Franken sind Erfinder des Klappstuhls. Weil die sitzen mit den Klappstühlen, mit dem Bierchen draußen und haben die Mordspaß 2 Stunden lang, wenn die Autos vorbeifahren. Und das, glaube ich, gibt es echt nur in Franken, muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich toll. Und dann haben wir noch zusätzlich, die schon seit auch im 5. Jahr schon, für die Kfz-Innung in München und Oberbayern, also für Kfz-Meister und Firmeninhaber und auch für normale, die Oberbayerische Meisterklassik, das ist eine Wochenendveranstaltung, geht diesmal in Bad Kohlgrub, fast schon im Allgäu los. Ja, und dann haben wir noch Classic mit Classics und mit klassischer Musik und Classic Rock. Das ist ja dein neuestes Baby. Das ist das neueste Baby und das ist jetzt in dieser Art und Weise tatsächlich einzigartig, weil es gibt keine Veranstaltung, die klassische Musik, klassischen Rock, einen Concours d'Elegance, ein Achtelmeilen-Demo-Fahrten, einen Trunk-Sale, sprich Teilemarkt dazu hat und noch ein allgemeines Oldtimer-Treffen in dem Sinn. Wir haben letztes Jahr gehabt gute 5000 Besucher und um die 400 Autos da und die Achtelmeile war ein Mordspaß. Also diese Demofahrten, ja, Demonstration war es schon. Ich gehe in die Ecke. Hämische Zungen behaupten, dass die Reifenhersteller sich einen Haufen Geld verdient hätten. In diesem Sinne. Also wir sehen, das nächste Jahr 2018 ist auf jeden Fall ausgebucht. Wir können durch Süddeutschland alle eine schöne Tour machen und wir haben alle eine Menge Spaß. Genau. Exakt, so sehe ich es auch. Egal ob Franken, es ist ja alles einmal Bayern. Einmal durch. Gut, dann meine Herren, vielen Dank, liebes Publikum, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer Interesse hat, wir haben Flyer ein bisschen verteilt. Ihr seid alle herzlich willkommen an unseren Ständen. Ja, an dieser Stelle, das betrifft bei dir andere Landratsämter, aber die Genehmigungen hier in unserem Raum, Stadt Nürnberg, Landratsamt Nürnberger Landes, was mich betrifft, ich muss sagen, das ist großartig, dass wir da immer offene Ohren haben und unsere Veranstaltungen durchbekommen. Da sind wir sehr dankbar und da möchte ich mich hier
in der Öffentlichkeit einmal bedanken, dass das dort so hervorragend klappt. Das ist schön, dass du das erwähnst. Als Rallye-Veranstalter hat man da ein Lied zu singen, also ganz kurz nur noch. Du musst wirklich jede Straße, ich biege von der Müllerstraße in die Hans-Hermann-Straße links ab, um ungefähr die und die Uhr. Wir haben es dann immer so, dass wir immer so Halbstundenrhythmus haben, wo wir dann die Zeiten angeben, wo die Rallye durchfährt. Und bei mir ist das ein Excel-Chart, das wenn ich jetzt ausklappen würde, das wäre jetzt so geschrieben bis da runter. Und die ganzen Kommunen, wir fahren ja bei uns, ihr fahrt Landkreis Fürth und Nürnberg seid aber auch irgendwie und Weißenburg-Unzenhausen seid ihr auch. Ne? Und das ist, also es muss jede Kommune, jede Polizeidienststelle, jedes Straßenbauamt schaut da drüber. Und da von uns allen einheitlich vielen Dank an die ganzen Genehmigungsbehörden. Und dann danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, für den einen oder anderen gibt es was Neues. Ihr dürft uns gerne an den Ständen besuchen. Wir sind alle in Halle 4. Einfach mal durch die Halle 4 durchlaufen, dann kommt ihr irgendwie an allen von uns mal vorbei. Uwe, den Dank dürfen wir zurückgeben. Ich glaube, wie sagst du immer so schön, fahren für Freunde und mit Freunden. Wir haben, glaube ich, ein sehr spannendes Jahr 2018 vor uns. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Publikum. Und wir sind fertig. Dankeschön. Gute Zeit.